Und willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2. In der letzten Folge hatten wir, was haben wir denn gemacht? Oh, verdammt. Ich hab's vergessen. Was haben wir, was haben wir gemacht? Ja, das kommt davon, wenn man sich auf die jeweilige Folge nicht vorbereitet. Verdammt! What the fuck? Nein, ich will's, ich möcht's. Hä? Ah, hier, Kroganer Sushi. Jetzt, ich weiß es wieder. Ja, also wir haben einen schwulen Kroganer-Pärchen Sushi besorgt. Ja, also ein Fisch halt. So. Hätten wir das auch, den Rückblick erfolgreich zusammengedaddelt. So. Was machen wir in der Folge? Ist ja nicht mehr so viel übrig hier, sehe ich gerade. Ja, die Gefangene. Gehen wir mal als erstes. Da führt ja kein Weg dabei. Da haben wir unser Kroganer-Pärchen. Schauen wir, haben die noch was zu sagen? Nee. Ja, ich tu's. So, gehen wir auf jeden Fall mal zurück auf die Normandy. Ratzfatz, da führt ja kein Weg dran vorbei. Und dann. Also das Problem, was ich habe mit Jack, also die Gefangene, ich ein bisschen spoilern ist erlaubt, heißt ja Jack. Und das Problem, das ich habe, ist, ich weiß, dass Miranda und Jack sich in die Haare kriegen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die sich schon in die Haare kriegen, sobald ich beide an Bord hole. Oder ob die sich erst in die Haare kriegen, wenn beide loyal werden würden. Deswegen drücke ich mich ein bisschen. Ich würde nämlich gern. Also Ziel ist es, alle durchzubringen. Ja, soll keiner irgendwie bei drauf gehen, weil ich davon ausgehe, dass jeder, der mir hier stirbt in Mass Effect 2, in Mass Effect 3 logischerweise nicht mehr auftaucht. Deswegen machen wir folgendes. Ich guck mal, wir drehen uns im Kreis. Naja, was soll's. So, wir reden jetzt nochmal mit Garrus. Vielleicht können wir ja beim Garrus schon mal die Mission oder die Quest machen, wo er dann eventuell loyal wird. Dass wir da noch ein bisschen ein paar. Haben Sie gehört? Es wird schon wieder eine Kolonie vermisst. Harris Fields. Mach's an. Harris Fields? War dort nicht ein Bruder von Hadley stationiert? Doch. Es hat ihn ziemlich schwer getroffen. Ja. Alles klar. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Ah ja, dass wir hier noch ein paar. Renegade-Punkte sammeln, um das Streitgespräch zwischen der Miranda und Jack dann so schlichten zu können, dass beide auch loyal bleiben. So, Garrus, was geht ab? Shepard, brauchen Sie was? Erzähl mal was, komm. Haben die Leute von Cerberus Ihnen irgendwelchen Ärger gemacht? Es hat mir ein paar Pluspunkte eingebracht, dass ich Teil des Teams war, das Saren zur Strecke gebracht hat. Und höflich sind sie sowieso alle. Keine Sorge, Commander. Wir arbeiten alle zusammen. Alles klar, es gibt's. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Ach, jetzt kommen wir nicht so kalibrieren. Hier, das kannst du auch später hier kalibrieren. Oh Mann. Wir reden später, Garrus. Verdammt. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. The fuck. Ja. Schauen wir da mal. Gehen wir mal zu Frau Doktore, da waren wir noch gar nicht. Gucken wir mal, was gibt's denn hier so? Idee. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Die Krankenstation. Ausgestattet für kurzfristige Notfallversorgung. Bei schweren Verwundungen müssen Patienten zu einer voll ausgestatteten medizinischen Einrichtung gebracht werden. Aha. Ist klar. VI-Kern. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Ja. Also, Dach. Commander Shepard. Ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Richtig. Schön, dass Sie am Leben sind. Was willst denn du da? Ich bin schockiert. Sie dienen jetzt auf einem Cerberus-Schiff? Hat mich selbst überrascht. Dennoch bin ich hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben,
hätte die meisten stark verändert, aber sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Ja, bin halt im Leben. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Ja, ob der so gut ist? Überlebenschancen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es von dieser Mission keine Rückkehr gibt. Sind Sie darauf vorbereitet? Ich habe die Rückeroberung von Shang-Chi überstanden, den Skyllianischen Angriff, wir haben die Schlacht um die Citadel und die Zerstörung der Normandy gemeinsam überlebt. Mein Leben war erfüllt. Ich bereue nichts. Ich möchte dafür sorgen, dass die Crew dieselbe Chance bekommt. Alles klar. Die Allianz verlassen. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Mhm. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Ja, auf jeden Fall. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Ja. Brauchst du was? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Halla, kannst du besorgen? Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Komm, laber nicht. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Ja, Brandy finden. Na also, da haben wir doch zumindest mal eine Sidequest. Schauen wir doch mal nach. Oh. Ice Brandy, alles klar. Keine Ahnung, was das da ist. Ach, keine Ahnung. Ice Brandy in irgendeinem Geschäft finden. Alles klar. Ach nein, warum? Ich möchte keine Vorbildpunkte. Was machen wir denn jetzt noch? Miranda! So, Miranda, wie sieht's denn mit dir aus? Komm. Commander? Ja. Was kann ich für Sie tun? Können wir reden. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Ja. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Ja. Sind Sie militärisch oder politisch? Oder beides? Cerberus hat mehrere Abteilungen. Politik, Militär, Wissenschaft. Und wir alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin. Unsere Dienstränge und die Gesamtstruktur ähneln der Allianz. Viele unserer Rekruten kommen von dort. Ja, aber nicht alle Operationen von Cerberus folgten demselben Protokoll. Wir lassen uns von Bürokratie und irgendwelchen Formalismen nicht bremsen. Ich weiß, was wir hier tun, aber was ist das langfristige Ziel von Cerberus? Die Weiterentwicklung der Menschheit. Nicht mehr und nicht weniger. Die Salarianer haben die Special Task Group. Die Asari haben ihre legendären Spezialeinheiten für Geheim- und Aufklärungsmissionen. Cerberus ist die Antwort der Menschheit auf diese Organisation. Ja. Aber diese Organisationen unterstehen Regierungen. Wer überwacht Cerberus? Niemand. Wir werden privat finanziert. Und unsere Geldgeber vertrauen darauf, dass der Unbekannte die richtigen Entscheidungen trifft. Aber er hat unsere Ziele sehr klar formuliert. Schutz der Menschheit und Förderung ihrer Weiterentwicklung. Alles klar. Ist aber nicht sehr ausführlich, die Formulierung. Ja, erzähl mal was über den Vogel. Was können Sie mir über den Unbekannten sagen? Nichts, was Sie nicht schon wüssten. Selbst ich habe auf den größten Teil der Informationen über ihn keinen Zugriff. Sie haben schon mehr von ihm gesehen als die meisten anderen. Es ist selten, dass er bei Mission selbst in Erscheinung tritt. Aber sie sind eben was Besonderes.
Was die Leute auch über ihn reden, ich versichere ihnen, dass er nur im Interesse der Menschheit handelt. Und das schließt sie und mich mit ein. Mhm. Wie können Sie da sicher sein, wenn Sie so wenig über ihn wissen? Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich die Motive und Ambitionen meines Gegenübers nicht einschätzen könnte. Selbst nach kurzen Begegnungen. Er ist kein Heiliger und würde das auch sofort zugeben. Aber er hat sich dieser Sache verschrieben. Die Menschheit könnte keinen besseren Fürkämpfer haben. Ja, alles klar. Ich sehe es. Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Alles klar. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Oh, sieh mal. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Ja. An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Es ist einfach eine Tatsache. Meine Reflexe, meine Stärke, sogar mein Aussehen. Alles ist darauf ausgelegt, mir einen Vorteil zu verschaffen. Es macht keinen Sinn, sich davor zu verstecken. Aus genau diesem Grund überträgt mir Cerberus seine gefährlichsten, riskantesten und technisch anspruchsvollsten Operationen. Und deshalb wurde ich auch Ihnen zugeteilt. Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass Sie Erfolg haben, Shepard. Alles klar, tschüss. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wie Sie wünschen. Ja, okay, also das ist jetzt auch absolut in Smalltalk ausgeufert. Aber... Hm. Finde ich jetzt aber auch bekloppt. Wir gehen doch jetzt nicht auf die Zitadelle. Es gibt 100 Pro, diese Flasche ist bestimmt in irgendeinem Shop, kann man die kaufen. Aber ich fliege jetzt nicht extra wegen so einer blöden Flasche auf die Zitadelle. Ist doch bekloppt. Ah, Mann. Mach mal den. Ja, also dann. Holen wir sie halt, die Tussi. Keine was mit Nachrichten dir? Für Sie, Commander. Gibt's bei dir was Neues? Wie geht es denn unserem neuesten turianischen Crewmitglied? Seine Wunden sind bestimmt sehr schmerzhaft. Turianer, du bist doch gar nicht up to date hier. Er ist Soldat. Es braucht eine ganze Menge mehr, damit einer wie er in die Knie geht. Stimmt. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Crew. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Ja, tschüss. Das wäre alles. Ja, Commander. Also gut. Dann holen wir sie halt. Wo muss man hin? Hier, Masmutter. Vorbei. So, jetzt. Masmutter Sprung. Und die Gefangene rekrutieren. Alles klar. Drauf auf die Mutti. Bam. So. Gefängnis Purgatori. Oh, unglaublich. Ohne von anfliegen. Ja, die Purgatori, Eigentum der berüchtigten Söldnergruppierung Blue Suns, war früher ein Archenschiff, auf dem Nutztiere gehalten wurden. Heute ist es ein Gefängnis für alle, die im Kampf gefangen genommen oder von skrupellosen Politikern unter den Deckmanteln Subcontracting, okay, und Outsourcing verkauft wurden. Es gibt Gerüchte, die Blue Suns würden besonders befähigte oder durchtrainierte Gefangene batarianischen Sklavenhändlern übergeben, aber kaum ein Zeuge derartiger Transaktionen hat lange genug überlegt, um davon zu berichten. Bla 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 bla. An Bord befinden sich 4350 Menschen, nicht Gefangene, sondern Gesamtpopulation. Alles klar, andocken. Ja, dürfen wir jetzt hoffen, ich bete, dass ich die Tussi hier an Bord hole und zack, ist die Karriere am Dampfen. Ich will sowohl Miranda als auch Jack, würde ich gern wiedersehen in Mass Effect 3, wenn das denn möglich ist. Wir nehmen mit, wir nehmen den Modern, finde ich cool, und Grunt finde ich cool. Annehmen. So, aufleveln gibt's nicht, alles klar, wenn...
Na, ihr zwei. Was sind wir denn da? Gefängniswärter. Servus. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Fick dich. Ich werde eine Kugel abgeben. Wohin wollen Sie sie haben? Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Curran. Dach. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Giss. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standard. Ich gebe meine Waffe nicht ab. Punkt. Guckst du, ne? Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Alles klar. Gehen wir. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief. Ja, so, erzähl mal wegen was. Wer zahlt denn das? Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Mhm. Wenn sie nicht zahlen. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Sie machen den Heimatplaneten mit den Gefangenen Angst. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute und ich halte sie unter Verschluss. Er hat einen leicht homosexuellen Touch, wenn er mich fragt. Ja, was gibt's denn noch hier? Ja, erzähl mal. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Ja. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Palavan und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Alles klar. So, dann sehe ich gerade, mit der Zeit kommen wir schon wieder hin. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das bis hierhin. Und weiter auf der Suche nach Jack dann im nächsten Part. Ciao.